Leitungen geschlossen. Aber beim Ersten gibt es natürlich nicht so viele Shows, wofür die Zuschauer anrufen sollen. Deshalb bin ich extra hierher gekommen, sodass hier nichts mehr schiefläuft heute Abend. Also dann, liebe Damen und Herren, rufen Sie bitte nicht mehr an für den Publikumspreis 2012, denn ab jetzt sind unsere Leitungen geschlossen. Mein Job ist erledigt. Puh, ich bin fix und fertig. Aber für unsere 4 Nominierte wird es jetzt aber richtig spannend. Eine Meisterchance hat heute Abend Jan-Josef Liefers. Sie hatten sogar in 2 nominierte Filme eine Hauptrolle, und zwar in Das Kindermädchen und in Der Turm. Liebe Alexandra Nelde, Sie sind bestimmt ganz happy, dass der Liefers auch nicht in Die Wanderhure gespielt hat, oder? Die 3 Teile, über 23 Millionen Zuschauer. Wenn die alle angerufen haben, dann kann für Sie heute Abend nichts mehr schieflaufen. Aber wer weiß, Bettina Zimmermann und ihre Kollegen aus der Film Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer sind natürlich auch eine ganz harte Konkurrenz. 4 wunderschöne, tolle Filme. Von allen sind wir begeistert. Aber nur ein kann das Rennen machen. Und dann jetzt, der Moment der Wahrheit, das Endergebnis. Der Publikums Bambi 2012 geht an Der Turm. Herzlichen Glückwunsch. So, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Dankeschön. So, so viele Bambis, meine Güte. So. Danke, Sergei. Danke dir. Vielleicht möchte jemand ein Dankeswort sagen? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank unserem Publikum. Ihr habt zu Hause abgestimmt, ihr habt angerufen, ihr habt im Internet getippt, ihr habt alles von euch preisgegeben, alle eure Daten. Wir wissen jetzt, wo ihr wohnt. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr für den Turm gestimmt habt. Wobei, Alexandra, wenn es mal einen Wanderhurenbock gibt, ich bin dabei. vielen, vielen Dank. Danke euch zu Hause. Unserer Produktionsfirma, all die Leute, die sich um einen großen Tisch gesetzt haben, es war eine Riesenproduktion, viele, viele Leute haben beigetragen dazu, dass sie möglich war in der ARD, alle Leute um Nico Hoffmann natürlich, um die Teamworks, die das produziert hat, Jana Brandt, unsere federführende Redakteurin, aber ich will nicht anfangen mit vielen, vielen Namen. Wir machen einfach vor allem Christian Schwocho! Unser Regisseur Christian Schwocho natürlich, der heute nicht hier ist, Christian. Wir denken an dich und freuen uns mit dir. Und wir machen einen tiefen Knicks vor allen, die uns zugeschaut haben. Also ich jedenfalls. Noch ein Wort. Liebes Publikum, ein Satz noch. Wir wissen, Sie brauchen uns nicht, aber wir brauchen Sie. Dankeschön.